Willkommen zurück bei ihm, Zuschauer, bei Basta, und wir haben den Eisboss ziemlich vermöbelt und irgendwie ist gerade kein Sound da. Warum nicht? Okay, jetzt weiß ich warum. Jetzt ist wieder Sound da. Yay! Die Musik ist eh, finde ich, ganz nett von dem Spiel. So, und wir sind in der Feuerwelt und sterben direkt. Ist das nicht ein gutes Zeichen? Das ist ein sehr gutes Zeichen, wie ich sagen würde. Da kommen nämlich, ja, mir fällt keine Bezeichnung dafür ein. Ich glaube, es sollen Feuerbälle sein oder Flammen oder. Ja, das da unten sind auch Flammen. Da stirbt man übrigens drin. Wollte ich nur mal demonstrieren. Also Flammen, nichts gut. In sämtlicher Hinsicht. Es sei denn, man möchte natürlich etwas erhitzen. Oder man möchte ein Flammenbad nehmen, so wie Buster es gerade wollte. Ja. Habe ich gesagt, dass Akt 4 der schwerste ist? Nein. Welt 4. Es ist Welt 5. Ja, ist nämlich auch die letzte Welt. Wo dann. Ah, ich verrate noch nichts. Es ist die letzte Welt nochmal mit drei Akten. Da sind nochmal ein paar Flammenwerfer da unten. Von rechts. Und ja, jeder möchte Buster tot sehen, was man den Tieren nicht verübeln kann. Aua. Das war eine Verkettung von unglücklichen Ereignissen. Da konnte ich nichts für. Das ist Karma. Ja. Was zur Hölle? Es muss schneller gehen. So. Die kommen übrigens auch bekannt vor, diese Einaugenflügelviecher. Die gab es auch in Final Fantasy. Oh, gebratener Buster. Lecker. Weiter. Ja, ich hoffe, dass ich das Spiel in diesem Part beenden kann. Hier, diese Dinger, wie hießen die noch? Mir fehlt der Name. Ich weiß nicht, auf jeden Fall gab es den Fein für das. Oh. Ja, zwei Bestellungen von gebratener Basta gab es, deswegen muss ich jetzt nochmal reinspringen. Gebratener Basta ist eine Delikatesse in der Welt von. Wie heißt die Welt hier? Ich weiß es doch nicht. Es wird einem ja auch nichts erklärt. Wie gesagt, zur Story kann ich auch gar nichts sagen, weil es keine Story gibt. Wir töten einfach wahllos irgendwelche fiesen Gegner und Bosse, die wahrscheinlich einfach nur ihren alltäglichen Tätigkeiten nachgehen, wie zum Beispiel Wäsche waschen und Essen kochen. Und ja, wir kommen einfach vorbei und metzeln alles nieder. Ja, aber das ist, bald habe ich keine Klamotten mehr, weil alles verbrannt ist. Ich glaube, ich werde noch zwei Parts brauchen, wenn ich so weitermache. Aber die Stelle hier ist auch einfach Kacke. So, ausgetrickst. Das könnten auch hier, wie heißen die? Brüschischer Zupfkuchen, genau. Nein! Keine Ahnung, wie die heißen, Mann. So, und da nach rechts und hier nach rechts und darüber gesprungen. So. Das müsste es eigentlich fast schon für Akt 1 gewesen sein, glaube ich. Noch kurz die Augen hier niedermetzeln. Das ist gut, man kann hier immer schön Rache üben, wenn man so oft gestorben ist. Ja, Akt 2. Da müssen wir wieder klettern. Am besten da, wo kein Feuer ist. Zack, aua. Ja, ich falle wieder komplett runter und kriege nochmal Flammen ins Gesicht. Egal, ein bisschen Gesichtsbräune kann ja nicht schaden. Ich werde mich mal umbringen, ja? Ich habe schon zu viel Life verloren. Das ist nicht würdig eines Busters. So, und zack. Und hoch und hoch und hoch und auf die andere Seite und hoch und hoch und hoch. So. Das Ganze nochmal und dann sind wir auch oben. So, da sind irgendwelche. Ich weiß es nicht. Das erste Mal seit langem fehlt mir wirkliche Fantasie für diese Gegner. Ich weiß nicht, wie ich sie umschreiben soll. Alles bedrohte Tierarten natürlich. Das sind so Bratpfannen, die Fliegen ausspucken. Weil da jemand nicht ordentlich sauber gemacht hat, wahrscheinlich. Zack. Und zack. Und ja, zack. Nix, zack. Gleich bin ich tot. Aua, aua, aua. Nein, nein. Fuck it. Gott sei Dank ist das die letzte Welt, weil, so langsam verspüre ich ein leichtes Aggressionsgefühl. Aber nur ein leichtes. Ein sehr leichtes. Ich lasse mich mal kurz sterben. Ja. Betriebsunfall kann mal passieren. Und hoch. Und zack. Ich habe auch das Gefühl, dass manchmal die Hacke nicht so wirklich funktioniert. Oder sie nicht reagiert auf meinen Befehl.
Ach, dieser kleine Mistflieger hat mich getötet. So. Das Ding töten wir auch. Oh. Das ist halt echt verdammt nervig, diese dummen Bratpfannen. So, nix da. Weg mit dir. Aua. Müssen wir mal kurz in die Luft springen, damit wir nicht von dem Ding getroffen werden. Zack, und alle weg. Kann ich jetzt hoch? Komm schon, komm schon. Okay, hat gepasst. Wer würde da links hergehen? Weil ich hätte es wahrscheinlich beim ersten Mal getan. Habe ich es beim ersten Mal getan? Oh nein, ich hasse Arc 3. Ich glaube, das ist wirklich die am fail-lastigste Stelle des ganzen Spiels, weil das ist wirklich, da muss man alles auswendig lernen. Also wirklich alles. Ne, jetzt bin ich tot. Und man darf sich halt echt keinen Fehler erlauben. Sonst ist man Game Over. So, zack. Und zwar kommt da jetzt einer und da muss ich rüber. Und das war zu langsam, glaube ich. Da kommt nämlich schon die Flammenwand. Das wird nicht reichen. Sei denn, ich schaff's. Nein, ich schaff's nicht, dem Ding auszuweichen. Obwohl es so groß ist wie das Squid, schaffe ich es nicht. Ja, das sind wahnsinnig gute Reflexe. Oh nein, das wird schief. Ihr seht schon, die Stelle ist echt. Also vom Level-Design ist das auch die schwerste im ganzen Spiel. Was zur Hölle habe ich da gerade getan? Ich habe einen Rückwärtssalto in die Flammen gemacht. Ich wusste noch nicht mal, dass ich einen Rückwärtssalto machen kann. Das wird nicht reichen. Eigentlich kann ich das schon beenden. Ja. Man darf wirklich kein einziges Mal stoppen oder kein einziges Mal Pause machen. Sonst endet das böse. So, und das war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und dadurch und. Ne, das reicht nicht. Ja, weil in der letzten Passage kommen nochmal so, ich glaube, 4 Elefantenstatuen. Und dann wird es nicht reichen, wenn man zu lange braucht. Das wird auch wieder eng, glaube ich. Naja, wird nicht reichen. Ja, ich hasse diese Stelle. Oh, da kann ich mich direkt umbringen, weil ich gesprungen bin. Ja, so viel Zeit hat man. Das einzig Gute daran ist, dass man immer wieder diesen komischen Viechern ins Gesicht treten kann. Die mag ich sowieso nicht. So, das war, glaube ich, gar nicht so schlecht. So wie das auch. Oh, jetzt habe ich ein bisschen Zeit. Ich springe aber trotzdem gegen das Ding, wo man normalerweise nicht gegen springt. Oh, Game Over. Was Neues, nicht wahr? Zack. Und weg damit. So, und zack. Und zack. Gar nicht so schlecht. Und. Nein, das war doch ganz gut. Ne, man muss das anders machen. Ich werde euch gleich einen ultra tollen Move zeigen. Zack. Glaube ich, dass ich das werde. Nein. Ja, der Sprint wird manchmal auch nicht so richtig funktionieren. Oh, ich kann mich umbringen. Ja, heute ist Hochbetrieb im Restaurant. Alle wollen sie gebratenen Buster. Oh, das war nicht gut. Na doch. Gar nicht so schlecht. Zack. Und so, und. Ach, fuck. Normalerweise klappt das so. Ich werde meinen ganzen. Den ganzen Tag. Oh, wie ein Rückwärtssalto. Wie mache ich den? Den habe ich ja noch nie gesehen. Ganz ehrlich, ich habe das Spiel schon durchgespielt, aber wusste nie, dass man einen Rückwärtssalto machen kann. Vor allem wüsste ich nicht, wofür der gut sein soll. So, und sprinten. Und weg damit. So, zack. Und drüber. Oh, das könnte sogar passen. Oh, das wird eng. Na, fuck. Ja, der Sprint ist halt, wenn man zweimal das Steuerkreuz nach rechts bewegt. Oh, da kann ich mal kurz reinspringen. Da bin ich ja noch nicht gestorben, der Vollständigkeit halber. Und manchmal will er halt irgendwie nicht so richtig sprinten. Und zack. Und Bams. Und ins Gesicht. Und ja, das war gar nicht schlecht. Und rüber. Und. Was zur Hölle macht er? Der will das Level doch gar nicht schaffen. Der will es einfach nicht. Wahrscheinlich hat er keine Lust auf den Endboss. Ja, habe ich auch nicht. Ah, es war zu lange. Ah, es war zu lange. Komm.
Bisschen Gesichtsbräunen kann nicht schaden. Auch wenn ich keine Sonnencreme dabei habe, macht nichts. Wir sind dann nachher eh tot. Und rüber. Und oh, komm schon. Komm schon, komm schon. Es wird eng. Oh, das war gar nicht so schlecht. Komm schon. Ja, komm schon. Genau, hier kommen nochmal diese Viecher. Was man auch beim ersten Mal nicht weiß. Wenn man das beim ersten Mal nicht weiß, dann ist es echt fies. So, Boss-Time. Okay, falls euch wundert, das ist noch nicht der Endboss, nein. Aber er ist nervig. Er ist nicht so schwer, aber nervig. So, man muss erstmal seine vier Tentakel wegmachen. Dann wird er zum Oberfiesen. Ihr werdet es ja sehen. Ich brauche keine Beschreibung dafür. Man kann ihn, wenn man auf sein mittleres Teil schlägt, immer so wegkicken. Ich wusste, dass das passiert. Aua. Ich glaube, das wird nicht reichen an Leben. Nee. Wie gesagt, das Nervige an dem ist halt wirklich, dass die Tentakel in einem auch Schaden zuführen können. Und dass es immer so lange dauert, bis man in seine Final Form kommt. So. Zack, 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 zack. So, weg damit. Das war gar nicht so schlecht. Jetzt ein bisschen nach unten kicken, damit ich an sein oberes rankomme. Willst du bitte? Ich gehe auf die andere Seite. Da geht's besser. So, komm her, komm her. Kommst du her? Oh. Oh, das war gut. Ich wusste gar nicht, dass ich sowas drauf habe, solche Moves. So, und jetzt den letzten noch weg. Komm schon. Und zack. So, jetzt wird er total böse, weil ich ihm all seine Tentakel getötet habe. Aber ich habe genug Life, das sollte sich eigentlich ausgehen. Sollte. Ja, sollte. Zack, ins Gesicht getreten. Zack, ins Gesicht getreten. Eigentlich kann ich ihn so verarschen. Und er ist... Boah. Wie sehen, ich glaube, das war ich ja fast noch in das kleine Loch da reingefallen. So, zack. Geschafft. Aber ich glaube, weil ich beim letzten Boss extrem fehlen werde, werde ich jetzt hier erstmal nochmal ein Schnitt machen und dann schauen wir uns den nochmal in einem letzten Part an. Von daher sehen wir uns im wahrscheinlich letzten Part. Bis dann.